Info! Jede Burg wird circa 5 Minuten angeschaut von mir. Ich habe eine Stoppuhr hier. Alle gezeigten Burgen werde ich in der Videobeschreibung auflisten. Dort könnt ihr dann sehen, ob eure Burg gerade dran ist. Bitte nur eigene Burgen zum Anschauen anmelden. Dies könnt ihr tun per PN, über YouTube in den Kommentaren unter dem Video oder halt über Skype, wenn ihr mich in eurer Liste habt. Hallo und herzlich willkommen zur 21. Burgenfolge, heute 2017. Und wie ich ja schon bei der letzten Folge gesagt habe, gibt es dazu die Aberdeen Susi und die ist hier jetzt. Ja, hallihallo. Und den Mio 01, den Dominik, der ist natürlich auch mit dabei. Hallo. Und wir haben heute nämlich nur noch zwei Leute hier. Yay. Und zwar ist das der User123ERW Großherzog von BE13 Dynastie. Bei dem gucken wir jetzt einfach mal in die Burg. Der hat, glaube ich, auch nicht so viele Burgen. Das ist ein Level 48. Oh, der hat einen Koloss auf jeden Fall drin. Der möchte dich, sogar zwei, der möchte dich auf jeden Fall dissen damit. Auf jeden Fall. Und zwei Goldkolosse auch noch. Ist natürlich schade, also besonders in dem Level, wo man noch am Aufbauen ist und alle Gebäude hochbauen muss und dass man dann halt eben die Rohstoffe in diesen Koloss reinschmeißt. Finger weg von den Kolossen! Ja, hätte er besser zum Aufbauen verwendet. Die arme Nase. Auf jeden Fall hatte ich auch keinen Wachturm drinne, dafür zwei Wachhäuser. Und lalalala, Bäckerei 3, Stallung. Bin ich jetzt doof? Ja, Stallung, nee, Stallung 2. Stallung 2 habe ich gesehen, also ich bin doof. Und hier fehlt auf jeden Fall auch noch Deko, aber du brennst auf jeden Fall nicht. Das ist schon mal positiv. Er hat auf alle Fälle ein verstecktes Henkers drin, das heißt, er hat das letzte Monats-Event auf alle Fälle bis Seite 15 oder 16, glaube ich, gespielt. Ich weiß nicht, wo es das gab. Das ist natürlich ja, aber es ist auch kleineres Level. Also man weiß ja nicht, wo die das bei kleineren Level haben. Okay. Auf jeden Fall, denke ich mal, hat er das. Könnte wirklich sein, dass er das auch wirklich durchgespielt hat. Ich weiß nicht, ob er achten, wann er die Türme wieder bauen kann, aber auf jeden Fall als nächstes würde ich dann halt, wenn irgendwann weiter hochlevelst, auch wieder an den Türmen dran. Auf jeden Fall sind die alle gleiches Level und halt ist ja schon mal yay, würde ich sagen. Okay, aber springen wir mal, weiter, denn wir haben nämlich noch Eis und Sand. Im Eis aufgegangen, ein Goldkoloss. Da konnte die Susi jetzt sagen, Finger weg von den Kolossen. Ja, schade um die Rohstoffe. Aber dafür hat auch der Barde im Eis. Also ich denke, du hättest von den Rohstoffen mehr gehabt, hättest du einfach ein paar Schlossparks davon gekauft, hättest dir da die Bude gepflastert und dann hättest du wahrscheinlich mehr öffentliche Ordnung als jetzt. Ja, das ist ein Goldkoloss, du kannst doch kein Gold mit Schlossparks bauen, kaufen. Ja, okay, ist ein Goldkoloss, da schmeißt du halt deine Münzen rein, aber wir hatten in dem Level die Münzen im Überfluss. Also ich nicht, ich habe immer kleineres Level, habe ich mir immer die Frage gestellt, woher nehme ich das beschissene Gold? Weil ich habe nie irgendwie verstanden, die ganzen Leute, die ihr ganzes Gold irgendwie hatten, ich dachte da immer nur, wo kriege ich denn Gold her? Und dann habe ich Leute gefragt, wo ich Gold herkriege, nur gesagt, ja, du musst Türme laufen. Da dachte ich, das ist scheiße, kriegst du keinen anderen Weg. Ich hatte auch immer Geldprobleme und ich habe das gehasst, die Türme zu laufen. Ja, und hier hat auch nur eine Stallung, eins auf jeden Fall drin, auf jeden Fall würde ich sagen, hier mehr Deko rein. Und natürlich auch ganz wichtig, Mauer und Türme und Burgtor auf jeden Fall höher bauen im Eis. Und wir wechseln auch gleich nochmal in den Sand. Das ist auch dann seine letzte Burg, die er hier hat. Ja, ins Feuer kannst du ja erst ab Level 50, ne? Ja, was für ein Glück oder was für ein Pech gerade. Wir wissen es nicht genau und von daher auf jeden Fall hier viel mehr Burgfläche auf jeden Fall auch noch. Ist ganz, ganz viel zu aufbauen. Das ist eine riesige Baustelle halt, die Mauer halt. Der Bergfried, die Stallung und die Farmhäuser, Wohnhaus hatte ich noch drin, Kaserne, Lager, also ja. Ja, einfach gucken, dass man immer was anklickt, dass dieser Bauslot immer beschäftigt ist und dann wächst die Burg schon mit der Zeit. Ja, immer schön. Und kein Wachturm drin, aber kleineres Level Wachturm. Ich sag mal so wie dich ein Level 70er angreifen kann, also wenn du irgendwann mal spätestens ab Level, ich sag mal so 55 oder so, freu dich schon mal drauf, würde ich mir auf jeden Fall einen Wachturm ziehen halt, weil da könnte es schon langsam sein, dass irgendwann mal ein Level 70er einfach mal
bei dem er anklopft. Und wenn du dann keinen Wachturm hast, dann ärgerst du dich irgendwie ein bisschen. Weil. Ja, gut, aber in dem Level jetzt, da will noch niemand angreifen. Ja, aber irgendwann kommen die halt einfach. Die bösen Level 70er! Also, immer schön Wachturm rein. Gehen wir mal zum nächsten, würde ich einfach mal sagen. Okay, den nächsten, den wir hier haben, ist der Bremer Boudier. Oder Mio hat gerade eben auch gesagt, bezüglich der Dominik, dass es ein bisschen anders ausgesprochen wird, aber da meine Aussprache so circa so beschissen ist, wie halt bei meinen Sabbern, wenn ich irgendwo halt irgendwas anknabbere. Von daher, ja. Da wird nicht viel was draus gerade. Aber kannst du das denn französisch aussprechen mit einem französischen Akzent? Ich? Ja, du? Ich kann kein Französisch. Kein Französisch? Okay, gut. Hauptburg, finde ich, sieht sehr, sehr zugestellt aus. Also viele Farmhäuser auf jeden Fall, aber du bist... Doch, du kannst doch schon Kornspeicher bauen. Hier sind doch schon ein paar Kornspeicher auch schon drinne halt. Auch viele Wohnhäuser auf jeden Fall drinne und ich finde irgendwie wenig Deko, beziehungsweise hier sind auch noch Schlossparks und also was. Und ich glaube, ich sehe hier auch keinen Wachturm und das ist schon eine Hauptburg im Grünen. Nicht vom Forscher. Es ist halt wenig vom Platz Forscher. Auch hier für Deko, das ist ja so voll mit der irgendwelchen Forscher. Gebäuden. Ach hier, ja gut, Wachturm 1, aber ich meine, wenn du in den Wachturm 1 reinstellst, ist so ungefähr... 10%, dass du den Angriff früher siehst. Ich meine, dann siehst du einen Angriff. Ja, der Forscherturm ist Stufe 3, der ist vor dem Bergfried. Ja. Ja, aber den Wachturm, ich meine, der ist auf 1. Also, das bedeutet, da kannst du auch mit Späterkennung, was weiß ich, was dein 80 da hinlaufen oder so. Der sieht den Angriff vielleicht, was weiß ich, was 2 Minuten vorher oder so. Aber viel wichtiger finde ich in deinem Level, du bist jetzt ja nun mal schon Level 22, also der Gent Level 22. Da hättest du deine Türme schon mindestens auf Stufe 5 haben müssen, also auf der maximalen Stufe. Weil die kannst du, glaube ich, schon ab 70 oder 71 bauen. Also der Gent Level 71, ja. Ich meine, wenn ich irgendwo mal Level 71 bin, dann freue ich mich auch, wenn Leute kriegen. Ja, die Türme hier auf jeden Fall und Burg-Tor hat auf jeden Fall 5, aber die Türme hat er auf jeden Fall auch noch eher sie auf 4. Also die können auf jeden Fall auch noch höher. Ja, schön, dass ihr Gäste da habt, die wissen, worum es geht. Genau. Die einfach ignoriert. Wollen wir mal ins Eis auf jeden Fall mal springen? Springen wir mal ins Eis. Ja, wir haben einfach nicht so viel Zeit. Es gibt einfach nicht so viel Zeit. The final countdown, da-dum-dum. Eis, wenig Kornspeicher, obwohl die hast auch noch ganz viele Farmhäuser halt drin. Also, du kannst auf jeden Fall mehr Kornspeicher, weniger Farmhäuser reinbauen. Deko auf jeden Fall noch. Bäckerei ist nur auf 2, aber ist ja nur Rubingebäude. Dafür hast du ja auch noch einen Übungsplatz 1 reingehauen. Okay, das ist jetzt auch nicht so. Stallung ist auch nur auf 1. Ja, umso höher, umso besser halt. Und hier sehe ich aber jetzt keinen Wachturm im Eis. Nee, hier ist. Nee, genau, da ist kein Wachturm drin. Und auch nur eine Bäckerei auf 2. Ja, es ist Lanzarett auf 3 halt. Und aber hier ist noch eine Verteidigungswerkstatt drin. Ei. Ja, übrigens, bei der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass hier eigentlich noch eine Verteidigungswerkstatt bei mir in der HB habe ich aber gar nicht mehr. Also ich habe eigentlich gedacht, ich hätte nur eine drin, aber ich habe gar keine drin mehr gehabt. Also nicht, dass irgendjemand denkt, ich habe die jetzt rausgebaut, sondern ich hatte gar keine drin. Ja, manchmal ein bisschen verpeilt, aber macht ja nichts. Als wenn wir die Burgenfolgen hintereinander aufnehmen würden. Ja, ganz zufällig. Ja, ganz zufällig. Wollen wir nochmal ganz fängt in den Sand auf jeden Fall springen? Boom, but yeah, but yeah. Ah, der Sand, es graust mich. Ja, es sieht noch weniger, auch noch ganz viele Farmhäuser auf jeden Fall, auch noch hier waren noch Farmhäuser 9 auf jeden Fall noch drin. Zwar auch schon ein paar Kornspeicher drin halt, auch wieder kein Wachturm drinne, Bäckerei 2 auf jeden Fall drinne, Bergfried 3, Mauer noch nicht hoch, also das ist auch so eine riesige Baustelle halt. Da hast du auf jeden Fall einiges zu tun. Ja, da ist noch einiges zum Ausbauen. Ist die Frage, ob sich der Baumeister hier unbedingt rentiert. Der kostet halt auch Rubine. Und eigentlich, du kannst genug Rohstoffe aus den Türmen rausholen, wenn du aktiv spielst. Baumeister rentiert sich eigentlich nur in der Hauptburg, weil du halt da die Halle noch zusätzlich jedes Mal hochbauen musst. Ja, ganz genau. Jetzt gucken wir nochmal ganz fix nochmal ins Feuer, denn wir haben keine Zeit. Oder wenig Zeit. Sie drängt. Ja, es läuft. Wie willst du damit 3 Leuten aufnehmen, dass dann noch 3 Leute noch was sagen können? Und dann dazu noch, Content in 5 Minuten reinpressen. Ich bin Einhorn. Fresse, du bist kein Einhorn.
Woher willst du denn das wissen? Weil du kein Horn hast! Okay, Stallung hast du auf jeden Fall 1, hast du eine Bäckerei 1, hast keinen Wachtor mal wieder. Die Mauer auf jeden Fall hier auch und wenig Kornspeicher, aber auch noch Farmhäuser drin. Kannst du auch auf jeden Fall auch noch ersetzen. Bäckerei 1 und Deko kann ich auf jeden Fall auch noch mit rein. Unbedingt die Türme ausbauen auf der Mauer, damit du mehr Leute auf die Mauer stellen kannst zum Deffen. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt die kleine Wand. Aber hier steht auch, mir ist warm, so heißt das Teil. Hier ist auch ein Baumeister übrigens, also sinnvoller ist es wirklich, Wachtürme und Bäckereien auszubauen. Ja, ist auf jeden Fall wichtiger. Okay, das war's ja auch schon mit den beiden hier für die 21. Burgenfolge. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr die letzte Burgenfolge 2017 hier mitgemacht habt. Wünsche auf jeden Fall auch noch gleich noch einen schönen Tag, aber jetzt müssen wir ganz kurz nochmal wieder halt zu dem... Mio 01 gehen. Ui. Nein, nein, warte. Mio 01 wollte nämlich, hat er nämlich zu mir vorhin gesagt, er möchte nämlich gerne Fahnen haben. Jetzt habe ich kurz mal Fahnen geschickt. Susi, möchtest du auch noch irgendwas haben? Ja, immer. Geschenke sind immer gut. Danke dir. Fahnen, Schilde, alles. Also alles braucht man zu seiner Zeit. Wenn man Nomaden laufen will und keine Holzschilder mehr hat, dann ist es auch schlecht. Also deswegen. Wollen wir bei Susi mal fix ins Feuer gucken? Ah, ich bin in die Burg gegangen. Oh nein, nein, nein. Ich werde depressiv bei der Burg. Da kannst du auch nur depressiv werden. Bei Susis Feuerburg fehlt halt auch einiges noch, ne? Ja, auf jeden Fall. Viel zu wenig Kornspeicher. Ich hätte noch gerne ein paar Totenkopfbrunnen. So, ich schicke dir auch 20 Heldenbanner, genauso wie ich Mio 20 Heldenbanner geschickt habe. Okay, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz... Ja, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke mich ganz herzlich bei euch. Ja, wie gesagt, ihr könnt gerne das, den Kanal Abo da lassen oder auch einen positiven, negativen Kommentar da lassen oder auch positiv oder negativ einfach das Video bewerten und ich sage auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüssi, auf Wiedersehen.